Paul behauptet, ich kenne alle Flaggen der Welt besser als Willi Weizen. Jeder von euch muss 5 Flaggen erkennen. Wer mehr Flaggen richtig hat, der gewinnt. Sollte es einen Gleichstand geben, wird eine Stichfrage gestellt. Wer diese Frage am schnellsten erkennt, hat gewonnen. Wer diese Flagge am schnellsten erkennt, hat gewonnen. Die Flaggen bekommt ihr abwechselnd gezeigt und Paul beginnt. Klein gegen groß, auf los geht's los! Paul, deine erste Flagge. Mit dir fangen wir an. Lass sie mich wenigstens hochziehen, okay? Das ist Neuseeland. Sicher? Sieht zwar so ähnlich wie Australien aus, aber das ist Neuseeland. Okay, wenn du das sagst, schauen wir mal, ob das stimmt. Wir lösen auf. Es ist Neuseeland. Tja, Willi, deine erste Flagge. Erste richtige Flagge für Paul. Willi. Soll ich Ihnen einen Tipp geben? Soll ich dir einen Tipp geben? Warte mal, ich weiß es. Ich muss ganz kurz überlegen. Brauchst du einen Publikumsjoker oder warum drehst du dich immer um? Also, Moment, das ist auf jeden Fall. Ich weiß es. Bhutan! Bhutan! Ja, das da ist richtig. Ja? Oh! Wir gucken trotzdem nochmal. Wow! Paul, Willi! Respekt, Willi! Ja. Paul! Das ist Armenien. Armenien. Okay, wir schauen, ob das stimmt. Bist du ganz sicher? Ja, ganz sicher. Gut, wir gucken. Armenien. Jetzt kommt deine zweite Flagge. So. Ich weiß es, aber ich verrat's nicht. Hast du noch mal gelernt, Willi? Ich muss mich mal ganz kurz erheben, weil ich muss mal ganz kurz dieses... dieses Warten. Was gibt's denn da zu lachen? Also, Moment mal. Ich glaube, ehrlich gesagt... Moment mal. Jetzt weiß ich, was es ist. Ich war ja ganz woanders. Es ist in Südamerika. Und es ist Ecuador. Schau mir nach. Schauen wir nach, genau. Kannst meinen Job gleich mitmachen, Paul. Schauen wir mal nach. Ecuador, sagst du. Haha, Bolivien! Wenigstens bist du ehrlich. Aber Paul, sag mal, wenigstens sieht die Fahne von Ecuador wenigstens so ähnlich aus? Nee. Okay. Der hat zwar ein Wappen, aber das ist nicht gelb in der Mitte, sondern blau. Okay. Also lacht der Willi ja, doch logisch, daneben. Ja, klar. Okay, also ja, es steht 2-1 für Paul. Es tut mir Paul auch persönlich leid, wenn ich dich enttäusche, dass ich doch nicht so schlau bin. Oh, das ist... Warte. Swaziland, das liegt in Südafrika und dieses Land heißt Swaziland. Swaziland, naja. Moment. Guck dich. Das Publikum applaudiert hier so, als wüssten sie es alle, gell? Wir müssen mal nachschauen. Schauen wir mal nach, ob das stimmt. Swaziland stimmt.
Da bin ich tatsächlich schon mal gewesen. Da war ich mal für einen Dreh. Ist einer der exotischsten Stempel in meinem Pass. Ja, da gibt es ja noch einen König, der sich jedes Jahr eine neue Frau aussucht und so. Ich glaube, da ist die Castingshow erfunden worden. Jetzt ziehen wir Österreich hoch oder sowas. So leicht wollen wir es euch auch nicht machen. Österreich gibt's nicht. Ich will einen Tipp geben. Nee, gib mir keinen Tipp. Ich habe die Ehre, das jetzt... Also, das ist... Ich weiß es. Und zwar ist das... ich habe da eine Eselsbrücke, weil da ist dieser mächtige Vogel drauf, der sich wahnsinnig weit erstreckt. Und dieses Land erstreckt sich genauso weit, weil das nämlich Kasachstan ist. Ja. Naja, aber... Schau mir halt mal nach. Schau mal nach. Der Meinung bin ich auch. Hm? Kasachstan. Ja, ich weiß. Warst du da schon? Nein, nee. Mal drüber geflogen und runtergeschaut. Okay, aber du hast ein bisschen gelernt. Ja. Okay. Also, ey, ich muss jetzt mal was ehrlich gesagt sagen. Also, ich habe die letzten zwei Tage da gesessen und in so einem Flaggenatlas gelernt wie ein Bekloppter. Sehr gut. Und dass ich da dieses Bolivien nicht erkenne. Ah. Ups. Volle Konzentration. Das ist Uruguay. Oh, ich würde ja gerne mal eine Fahne hochziehen, die eine Herausforderung dann für dich ist. Dann schauen wir mal nach, ob das Uruguay ist. Uruguay? Ja. Schauen wir mal nach. Die Hauptstadt von Uruguay, weißt du auch? Nee, musst du auch nicht. Wir raten ja keine Hauptstädte. Uruguay! Ich gewonnen. Ja, du führst schon mit 2 Punkten Vorsprung. Aber wir ziehen mal die Fahnen auf jeden Fall hoch, Paul. Ne? Das ist ja ein Riesenspaß. Oh, da habe ich ja immer größten Bammel, weil diese ganzen längs geschreift, quer gestreift. Okay, also es ist jetzt, das ist natürlich, es kann jetzt sein, dass ich aufhole, weil ich behaupte, dass ich jetzt 2 Fragen beantworten kann, weil das ist ja eine Flagge, die in Rumänien und im Tschad aufgehängt wird. Das heißt, das ist ein Doppelpunkt. Hm? Ja. Ja? Hier. So macht man Punkte. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich weiß es auch nicht. Weil ich weiß nicht, ob es in diesem Blau eine gewisse Nuance Unterschied gibt zwischen Rumänien und dem Tschad. Ich glaube, die rumänische Flagge ist schon älter als die aus dem Tschad. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen spekuliert. Okay, schauen wir doch einfach mal, was der Computer sagt. Wo ordnet er diese Flagge zu? Tschad oder? Das ist Rumänien. Die Flagge von Rumänien. Richtig. Mhm. Also, fühle ich immer noch. Und ich sehe, Willi, du hast tatsächlich von unserem... Jetzt kommt eine ganz leichte, glaube ich. Kommt eine ganz leichte für dich? Nee, jetzt kommt die schwerste von allen zum Abschluss. So, jetzt sag an, Paul. Das kann ich doch nicht ganz sehen. Ah, jetzt weiß ich, das ist Tuvalu. Wie heißt das? Tuvalu. Tuvalu? Ja. Habe ich noch nie gehört. Aber ist das trotzdem nicht so ein altes Lied von Stefan Remmler? Wie ist der? Wir schauen mal nach, ob das stimmt. Ist das Tuvalu? Ey, warte mal. Ein bisschen seh's, aber ich seh es. Der Flaggenstock ist ja größer als die Insel. Pass auf, jetzt ziehen wir dem Willi noch die letzte Fahne hoch. Machen wir zusammen, okay? Ja, wenigstens für die Ehre. Komm her, Paul, wir ziehen die letzte Fahne zusammen hoch. Für den Willi. Hier an der Seite. Ja, kräftig. Zieh. Hey, ich weiß, was das ist. Ja, ich gehe davon aus, sehr schwer. Jetzt lass mich das wenigstens noch sagen, damit ich nicht ganz so doof ausschaue. Nein, du siehst überhaupt nicht doof aus. Also, sag's. Das ist ganz einfach,
weil ich habe mir diese Flagge so eingeprägt, dass dieses Wappen wie ein Kamm aussieht und deswegen ist das Kambodscha. Kambodscha? Ja! Schau mal meinen Namen. Warte, ich helfe dir. Da ist es schon! Kambodscha! Richtig, aber ich habe gewonnen. Tja, Willi. Guck hier. Paul. Du hast es super gemacht. Ja? Komm zu mir, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir wollen es auch noch offiziell machen. Dieses Duell gewinnt Paul. So, dem Willi sei erstmal gesagt, du wirst den Paul ja jetzt in Birkenau besuchen. Da ist es wirklich schön. Ja, und lecker Essen gibt es auch. Also das wird dir gefallen, da wirst du Spaß haben. Aber jetzt gucken wir natürlich auf deine Überraschung. Danke, Heinrich. Was ist denn das? Wer ist das? Weiß ich nicht. Wer könnte das denn sein? Weiß ich nicht. Wer wohnt Fragen könnte ich jetzt wiederum punkten. Wer wohnt denn im Buckingham Palace? Die Queen! Die Queen! Ja, die hat ihre Krone nicht auf, deswegen erkennst du das nicht. Und pass auf, jetzt erzähle ich dir was ganz wichtig ist. Was? Denn du fliegst wirklich nach London. Ja. Ja? Und besuchst den Buckingham Palace. Ja. Danke, Willi! Ciao, schöne Abend! Thank you.